Diese Mini-WLAN-Kamera kann ein eigenes WLAN aufbauen oder mit einem bestehenden verbunden werden. Im letzteren Fall ist auch der Zugriff per Internet möglich. Zugreifen kann man per Browser via Windows, Mac oder Linux und per App via iOS und Android. Zunächst einmal muss das Gerät mit dem Akku verbunden werden. Dann legt man den Powerschalter auf On. Gezeigt wird im Video der Zugriff mit der iOS-App per iPad. Die App steht auch für Android bereit. Zunächst muss dann eine neue Kamera hinzugefügt werden. Diese kann man entweder per QR-Code scannen oder man durchsucht das LAN nach Kameras. Einmal eingefügt, wird mit einem Klick das Bild aufgerufen. Hier sind weitere Einstellungen möglich, wie die Videoauflösung. Genauso kann zum Beispiel die Helligkeit und der Kontrast geregelt werden. Möglich ist es, die Tonübertragung einzuschalten, Fotoaufnahmen anzufertigen, eine Videoaufnahme zu starten und dies kann man sich natürlich später dann auch ansehen. Auch ein Fernzugriff auf die Aufnahmen, die sich auf der MicroSD-Karte befinden, ist möglich. Weiterhin gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie die Bewegungserkennung, um bewegungsaktivierte Aufnahmen zu konfigurieren, die Einstellung des WLANs, mit dem sich die Kamera verbinden soll, und Einstellungen zur Aufnahme auf MicroSD-Karte. Erwerben Sie die Kamera auf www.alarm.de.